In der Notaufnahme wird Frederik Seehauser zu der verletzten Dana und ihrem forschen Begleiter gerufen. Ach, gut, da sind Sie ja. Ja, ich habe die Dame hier hingebracht, die hat sich am Kopf verletzt, hat mir ins Auto gekotzt. Ich habe wenig Zeit, hab Termine, muss leider wieder los. Ich denke mal, ihr kriegt das hier auch so alleine hin, ne? Okay, Sie sind Frau Köhler, Nathalie, das hast du mir gerade schon aufgerufen, oder? Ja. Okay, ich kümmere mich sofort um Sie. Ich hole meinen Rollstuhl, dann geht's nicht so. Bauchschmerzen waren das, ne? Ich habe Termine, ich muss wieder los. Ich bin da weg. Vielen Dank. Ich erkundige mich nach dir, sobald es dir besser geht, ja? Ciao. Was ist passiert? Ich bin hingefallen. Ach du Scheiße. Frau Köhler, setzen Sie sich mal hier in den Rollstuhl rein. Oh, Schatz. Ganz kurz für mich jetzt. Ich bin ein bisschen überfordert. Ich bin der Lebensgefährte, Ihr Freund, das ist meine Schwester. Ah. Wir haben zusammen Fitnessstudio und wir arbeiten zusammen. Und sie hatte eben angerufen, wir sind sofort los. Okay. Wir wissen auch gar nicht, wir gehen einmal in den Schock kommen. Sie können gerne mitkommen. Wir müssen erstmal ein Bild selber davon machen. Richtig schlecht. Richtig schlecht. Primär Bauchschmerzen. Auch übel. Okay. So. Dann parken wir sie mal ganz kurz hier. Okay, da können Sie rüberklettern einmal und sich einmal auf die Liege legen. Schatz, wer war denn der Mann da vorne gerade am Eingang? Kannst du mir dazu was sagen? Nee, mir ist gerade so schlecht. Ja, verstehe ich jetzt nicht. Dein Outfit und du soll musst... ich jetzt hier rüber gehen? Ja, genau. Frau Köhler, sieht dann einfach erstmal rüber. Setzen Sie sich mal am besten hin. Frau Köhler. Können Sie mir irgendwelche Angaben machen zu den Schmerzen? Wie äußern die sich erstmal? Bauchschmerzen? Bauchschmerzen. Okay. Und wie ist das jetzt mit der Platzwunde entstanden? Ich habe auch das Gefühl, ich sehe irgendwie doppelt. Okay. Seit wann ist das denn so? Seit dem Sturz erst? Oder schon vorher? Ich bin vorher schon, aber vielleicht auch, weil ich die hohen Schuhe irgendwie... Frau Köhler machte auf mich einen sehr abgeschlagenen Eindruck. Sie klagte zunehmend über Kopfschmerzen, Schwindelgefühle, Übelkeit. Sie hat auch gesagt, dass sie Probleme hat mit dem Sehen. Zudem machte mir ihr Allgemeinzustand Sorgen, denn sie war nicht voll orientiert und auch nicht richtig ansprechbar. Frau Köhler, einmal die Augen aufmachen. Augen dazu, das andere Auge. Oh, Pupillen sind aber ein bisschen erweitert. So, dann werden wir Ihnen mal ein bisschen Blut abzapfen. Im Handgelenk haben Sie auch eine ganz schöne Schürfwunde. Tut das denn weh, wenn ich das hier so beuge? Ja, ein bisschen, aber nicht so schlimm wie die Stirn. Und Frau Köhler, gibt es irgendwas, was ich wissen muss? Gibt es irgendwelche eventuellen Schwangerschaften oder sonst irgendwas bei Ihnen? Nee. Okay, das ist das Blut. Ich gebe Ihnen mal was, eine Nierenschale. So, Frau Köhler, halten Sie die mal bitte hier hin, falls Ihnen schlecht wird. Ne? Das ist eine Nierenschale, darin können Sie sich rein übergeben. Ich werde jetzt mal Ihren Bauch leicht abtasten. Ja, und dann sagen Sie ungefähr, wo es ungefähr weh tut. Eigentlich tut der ganze Magen weh. Der ganze Magen tut weh. Irgendwas Ungewöhnliches heute gegessen oder sonst irgendwas, Frau Köhler? Das tut weh, ne? Ja. Okay. Ich muss also nicht weiter ausreizen. Frau Köhler, ich habe eine Sorge. Ich werde das gleich jetzt ganz provisorisch hier hier verbinden im Handgelenksbereich und kurz drüber desinfizieren. Aber das müssen wir hier mit dem Röntgen klären. Das ist schon ganz schön dick und ganz schön angeschwollen. Ja. Für eine Abklärung Ihres Zustandes wollte ich hier auf jeden Fall ein CCT fahren. Denn man konnte immer noch nicht ganz ausschließen, ob diese Kopfschmerzen, Schwindel und Sehschwierigkeiten vielleicht auf eine Schwellung im Hirnbereich bzw. auf den Sturz zurückzuführen sind. Zudem wollten wir auf jeden Fall sehen, ob hier eine Fraktur vorliegt im Handgelenksbereich. Um auch den Magenproblemen seiner benommenen Patientin auf den Grund zu gehen, wendet sich Frederik Seehauser an deren Freund Klaas und seine jüngere Schwester Tati. Doch den Fitnesstrainer beschäftigt neben der Sorge um seine Dana gerade nur eine Frage. Wissen Sie, wer der Herr hierbei war in dem Sakko? Er hat sich jetzt mir leider nicht vorgestellt, weil Ihrer Freundin ging es jetzt nicht so gut, als sie hier stand. Ihr war so übel, da ging es nicht so. Keine Sorgen, vielleicht hat er einfach nur geholfen. Mein Gott, nicht, dass das Ihr Liebhaber ist, Tati. Klaas, du machst dir viel zu viele Gedanken. Sie war doch immer bei dir, oder? Ihr habt das Studio zusammen gegründet. Sie ist von Tag 1 war sie immer mit dir, immer bei dir. Eigentlich wollte ich nur eine Fremdanamnese durchführen und noch ein paar Informationen aufsammeln, die vielleicht den Zustand von Frau Köhler erklären könnten. Ich habe aber eher was über ihren beruflichen Alltag erfahren, sodass sie zusammen ein Fitnessstudio betreibt mit ihrem Lebenspartner und sich aber in der letzten Zeit etwas zurückgezogen hat bzw. häufiger Termine abgesagt hat. Das ist noch so ein richtig schönes altes Oldschool-Studio, also Hanteln, Gewichte, ein paar Kurse, aber nicht so ein ganzes Shishi wie die ganzen anderen Studios, die wir jetzt überall finden. Leider viel zu retro. Eigentlich müsste sich da was ändern, aber naja, das ist ja immer noch seine Entscheidung. Dana hat auch immer erzählt, ich müsste was ändern und ich bin da einfach zu stur und nicht, dass ich da jetzt für gesorgt habe, dass die mit einem anderen... Boah.
ähnlich wie der Lebensgefährte von Frau Köhler habe ich mich natürlich auch gefragt, wer der ominöse Herr der bei der Einlieferung war. Aber das hat mich primär nicht interessiert, denn der Zustand von Frau Köhler, der war wirklich besorgniserregend. Bevor die Untersuchungsergebnisse der gestürzten Fitnesstrainerin vorliegen, hofft allerdings Nachwuchsrapper Tim Tacko auf Linderung seiner Beschwerden. Denn für den 17-Jährigen und seinen Managerkumpel Kai steht heute alles auf dem Spiel. Was liegt denn vor? Warum sind Sie denn hier? Ich habe Rötung auf dem Brust bekommen. Ja, auf dem Brustkorb haben Sie Rötungen? Ja, ich glaube, das kommt von der Parfüme her. Vom Parfüm haben Sie ein neues Parfüm heute aufgetragen? Ja. Ja, das ist nicht selten. So, ich muss mal anschauen, machen Sie einmal ja, da so ein bisschen frei. Okay, sehe ich schon auf jeden Fall. Und Sie sind der Kumpel, Sie gehören dazu? Genau. Sie okay. müssen auf jeden Fall da was machen. Der muss fertig werden hier. Ich habe heute einen fetten Auftritt. Das geht um meine Zukunft. Ne? Einen fetten Auftritt? Und so ja. Was gibt's denn heute für einen fetten Auftritt? Das ist ein Rap-Auftritt. Ein Rap-Auftritt? Ja, ja. Ja? Tim Tacko, den Namen müssen Sie auf jeden Fall wissen. Ja, merken Sie den Namen, ne? Tim Tacko? Jo. Ja, aber ich glaube, hier ist gar nicht so viel Tacko auf der Brust. Hier ist die Rötung, da haben Sie auf jeden Fall recht. Und wo haben Sie das Parfüm überall noch aufgetragen? Auf die Hände noch. Hände auch noch? Ja. Gut, hier ist nichts, das sieht mir eigentlich symptomfrei aus. Hier ist auch eine Menge Bling-Bling, aber kein... Wollen Sie die Kette mal ablegen? Ja, das ist aber ein echtes Gold. Ja klar, ich renne damit nicht weg, keine Sorge. Relativ wichtig war für mich der Indikator der Lokalität der Parfümspritzer, denn hier hatten wir eine Diskrepanz zwischen Dekolleté-Bereich und Handgelenksbereich. Im Handgelenksbereich haben wir überhaupt keine Rötung gefunden, sodass für mich relativ schnell feststand, dass diese Parfümgeschichte so nicht stimmen konnte. Ja, vom Gewicht ist er ein Massivgold, vom Gewicht her ein bisschen leicht, ne? Herr Tacko. Ja. Der Tacko bekommt nur das Beste. Der Tacko bekommt nur das Beste, ist klar. Aber ich habe ein bisschen Sorge, muss ich ganz ehrlich sein. Ich glaube eher, dass das von der Kette kommt. Wenn man das nämlich hier verfolgt, ist das nicht so... Nee. Wie von der Kette? Ja, das sieht mir eher aus. Sagen Sie, kann es sein, dass Sie gegen Nickel zum Beispiel allergisch sind? Nein. Ich lege die mal hier hin, die sehr wertvollen Stücke. Ja, ja. Noch nie was davon gehört? Nickelallergie, schon sowas mal? Nee, was ist das denn? Nickel ist manchmal, gibt es bei nicht ganz so hochwertigen Artikeln oder Schmuckartikeln, kommt es häufiger mal vor, dass man Sachen, die eigentlich Nickel nimmt, was ein günstigeres Metall ist und die nur vergoldet werden. Das ist ein echtes Gold, das habe ich von Straßenhändler im Urlaub geholt. Ja, die sind bekannt dafür, dass die nur echtes Gold verwenden. Das ist garantiert kein echtes Gold, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. So eine Nickelallergie, die ist gar nicht so selten. Diese allergischen Reaktionen können auch viel heftiger ausfallen. Deshalb, wenn man hier eine Affinität hat, sollte man gänzlich auf Modeschmuck verzichten und am besten nur Echtschmuck verwenden. Folgendes Ding, Sie können ohne Probleme heute Abend auftreten. Ja. Ja, sind Sie denn gerade am Durchstarten oder wie? Ja, kann ich auch was vorgeben. Ja, dann hauen Sie mal raus, kicken Sie mal ein paar Lines. Yo, gib mal Beat. Du hast mich verlassen, ich hab dich nicht vergessen. So genau wie ich gestern was gegessen. While love, ich kann dich nicht leiden, du kannst den Weg selbst entscheiden. So ein Ständchen bzw. gute Laune in der Notaufnahme, das ist immer eine willkommene Abwechslung. Ja, aber das Blatt sollte sich relativ schnell wenden, denn Frau Küllers Zustand, ja, der war immer mehr besorgniserregend. Dank einer Salbe war Tim Tacos Ausschlag bis zum Abend abgeklungen. In dieser Hinsicht stand der Karriere des jungen Rappers also nichts mehr im Wege. Bei Patientin Dana führen Frederik Seehauser indes weitere Auffälligkeiten zu einer erschreckenden Diagnose. Rein theoretisch haben wir eigentlich erstmal gute Nachrichten bezüglich der Handgelenksverletzung. Da konnten wir keine Fraktur feststellen. Und generell auch im Kopfbereich war es so. Da war es nämlich so, da hatten wir den Verdacht, dass vielleicht aus dem Stirnbereich was sein könnte. Da konnten wir auch nichts sehen. Also ist eine Gehirnerschütterung jetzt aus dem Kopf? Nee, also erstmal eine Fraktur. Eine Gehirn. Oh. Oh. Hat sie sich übergeben? Oh. Das ist ganz grün. Okay. Oh. Mal zurück, ich hole mal eine neue Schale. Erbrochenes kann bei unseren Patienten natürlich viele Farbfacetten haben, ist aber häufig auch ein wichtiger Indikator für die letzte Essensaufnahme im Rahmen von 4 Stunden. Diese Farbe war aber schon ziemlich besorgniserregend, weil dieses starke Grün haben wir sehr, sehr selten. Wir würden Sie einmal abmachbereit machen, Luisa. Es geht für die Frau Köhler erstmal auf die EMC. Ich gehe davon aus, dass wir es hier mit einer akuten Vergiftung zu tun haben. Okay. Frau Köhler, was haben Sie denn heute gegessen? Weiß es nicht. Sie wissen es wahrscheinlich auch nicht.
Gut, wir fragen am besten mal den Lebensgefährte. Das Problem bei einer Vergiftung ist, dass es sich dabei häufig um einen Prozess handelt. Und dieser Prozess, wenn man den nicht aufhält, ja, der kann so weit gehen, dass so eine Vergiftung sogar sehr schnell lebensbedrohlich wird. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, Frau Köhler auf die Intermediate Care zu verlegen. Denn hier wird ihr Zustand regelmäßig und strenger kontrolliert. Wissen Sie, was sie heute gegessen haben könnte oder was sie gegessen hat? Oder gibt es irgendwelche Allergien, die sie hat? Also wie gesagt, ich habe sie heute noch nicht gesehen. Mhm. Aber ich kann mir das auch nicht vorstellen, weil die Dana, die ernährt sich unglaublich gesund. Also da ist wirklich alles durchgedacht. Nee, auch nicht. Okay, also sie wird jetzt auf die Intermediate Care gelegt. Das ist eine Station, wo sie generell relativ engmaschig überwacht wird. Zudem bekommt sie von uns Aktivkohle erstmal und weitere Infusionen. Aber Kohle nimmt man doch bei Vergiftungen. Genau, und davon geht ja im Moment aus, dass sie sich wahrscheinlich unfreiwillig vergiftet hat, denn diese Kontraktion im Magenbereich. Nicht, dass das was mit dem Typen hier zu tun hatte. Also ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Nein. Können wir irgendwas tun? Also am besten wäre, wenn Sie nach Hause fahren, da wo Sie sich als allerletztes aufgehalten hat, mal gucken, ob Sie alle Lebensmittel, die dort angebrochen sind, auf jeden Fall vielleicht mitbringen oder selber schauen, was dort vielleicht nicht mehr gut war, was abgelaufen sein könnte oder wo Toxine sich gebildet haben könnten. Ich habe gehofft, dass wir vielleicht gerade in der Wohnung von Frau Köhler weitere Indikatoren finden, die den Zustand erklären könnten. Und deswegen habe ich sie quasi detektivisch nach Hause geschickt, um vielleicht uns hier sogar zu helfen. Sofort holen der Fitnesstrainer und seine Schwester alle in Frage kommenden Lebensmittel zur Analyse in die Klinik. Doch um zu erfahren, was Danas Vergiftung hervorrief und wer ihr geheimnisvoller Begleiter war, müssen sich die beiden bis zum folgenden Morgen gedulden. Frau Köhler, darf ich kurz offen sprechen? Der Herr, der Sie eingeliefert hat oder beziehungsweise bei Ihrer Einlieferung dabei war, der hatte nochmal bei uns auf der Station wohl angerufen, beziehungsweise in der Notaufnahme und hat ihn wohl auch versucht, Sie auf dem Handy zu erreichen, denn Sie sollten Sie zurückrufen. Wo ist dein Handy? Dana, jetzt sag uns doch endlich was. Dana, hier ist eine Sprachnachricht von dem Simon. Ist das der Typ? Ja. Dana, ich spiel die vor, bitte. Ich bin gerade wirklich. Ich weiß gerade nicht, was ich darüber denken soll. Was, bitte. Ey. Lass die doch erstmal aussprechen. Wirklich? Ja. Wer ist das? Köhler, Simon Berg hier. Ich habe leider keine guten Nachrichten. Der Vermieter hat sich für eine andere Interessentin entschieden. Leider hat er auch gerade keine weiteren Angebote in ihrer Preisklasse. Aber machen Sie sich keine Sorgen, wir finden schon das perfekte Ladenlokal für Sie. Bis dahin, tschüss. Wie ein Ladenlokal? Was willst du denn mit dem Ladenlokal? Willst du, hä? Wir arbeiten noch in dem Studio zusammen. Was willst du mit dem Ladenlokal? Dana, jetzt sei doch mal ehrlich. Ach, Mann, sag doch mal, was los ist. Ich war irgendwie schon lange nicht mehr glücklich. Das ist so eine reine Pumperbude. Und du hast mir auch irgendwie immer symbolisiert, dass du da nicht wirklich Veränderung möchtest. Und du weißt doch, dass ich diese Idee mit den Smoothies schon mal hatte. Und ich würde einfach gerne eine Smoothie-Bar aufmachen. Okay, und warum redest du da nicht mit mir drüber? Ach, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass du das immer alles bescheuert findest. Und du sagst auch immer, diesen ganzen Shishi braucht man nicht. Und mit normaler Ernährung und allem kriegt man das so hin. Und ach, Mann. Aber ganz kurz, Frau Köhler, darf ich da kurz einhaken? Smoothie-Bar, haben Sie gerade gesagt. Ja. Ich meine, bei den ganzen Sachen, die Sie mitgebracht haben, das waren ja auch alles, sag ich mal, Kräuter, Früchte etc. Und wir haben ja auch den Inhalt, der Rest von diesem, was im Mixer noch drin war, und auch Ihr Erbrochenes uns angeguckt. Was kann es sein, dass Sie da auch, sag ich mal, Petersilie verwendet haben? Ja, ich wollte so einen besonders eisenhaltigen Smoothie machen und dann war ich draußen und wir haben draußen vorm Haus, das ist ein relativ großes Beetfeld und da war Petersilie und ich lege eigentlich auch Wert darauf, dass das alles biologisch ist und deswegen habe ich das gepflückt und reingetan, aber das ist ja nichts, da war ja nichts Giftiges dabei. Ja, aber genau das ist, glaube ich, der Fehler. Ich glaube, dass sie sich wahrscheinlich selbst vergiftet haben. Das hätte richtig ins Auge gehen können. Aber mit Petersilie? Aber was meinen Sie damit? Also, wir konnten bisher nur die Familie feststellen, der Kräuter. So kurzfristig geht das nicht, dass man so ein Labor hat, so ganz schnell. Die Problematik ist aber, Hundspetersilie sieht eigentlich fast genauso aus wie normale Petersilie, wächst auch in der freien Wildbahn, ist aber höchstgradig giftig. Und das würde von den Symptomen genau zu Ihren Symptomen passen. Die Hundspetersilie ist ungefährlich, solange sie in sehr, sehr kleinen Dosen aufgenommen wird. Ist die Dosis aber höher, so wie bei Frau Köhler, kann dies wirklich lebensbedrohliche Folgen haben. Denn dann endet es nicht nur bei Magenkrämpfen und Übelkeit, sondern kann sogar zu Atemlähmungen führen, Herzrhythmusstörungen bis hin zum Herzstillstand. Pass mal auf, bevor du dich selbstständig machst und mich verlässt, integrieren wir es im Studio, da finden wir schon eine Lösung. Hm? Okay. Du? Nach einer weiteren Nacht zur Beobachtung durfte Dana die Klinik verlassen. Die giftige Hundspetersilie hat keine bleibenden Schäden bei der 30-Jährigen hinterlassen. Inzwischen haben die Fitnesstrainerin und Freund Klaas in ihrem Studio eine Vitaminbar eröffnet.